Je umfangreicher und komplexer deine Website wird, desto wichtiger wird die Navigation in deiner Website. Du siehst, ich habe in der Zwischenzeit schon weitere Seiten erstellt, die sind aber natürlich im Moment noch leer. Ich möchte dir mehr das Grundprinzip dieser Navigation zeigen. Eigentlich wird für jede Seite, die du neu erstellst, nehmen wir an Zeichnen, und hier kann ich wiederum wählen, auf welcher Ebene es erstellt werden soll. Nicht nur eine Seite, sondern auch ein Menüpunkt da drüben gemacht. Ich speichere diese Seite mal. Und im Moment, wie du siehst, werden diese Seiten alphabetisch geordnet. Das kann Sinn machen. Je nachdem ist es aber vielleicht nicht wahnsinnig zweckdienlich. Ich mache gleich nochmals eine Seite. Und zwar soll das eine Unterseite dieser Seite Zeichnen sein. Also wähle ich hier als untergeordnete Seite von Zeichnen speichern. Das sieht dann so aus. Du siehst also, es ist eingerückt und jetzt sind wir in dieser Comic-Seite. Ich habe bei meiner eigenen Arbeit gemerkt, dass ich mit dieser Weise recht schnell an die Grenzen komme. Es wird unübersichtlich, weil zu viele Menüpunkte hier untereinander stehen. Man sagt, so ein Menü sollte höchstens 7 Punkte haben und dann wieder je 7 Unterpunkte. Deshalb kommt man wahrscheinlich nicht darum herum, früher oder später diese Navigation. Auch wenn es etwas mehr Arbeit ist, so habe ich doch normalerweise beschlossen, diese Navigation manuell zu erstellen, über mehr Website-Layout bearbeiten. Wenn du dich dieser Sidebar näherst, so springt hier die Navigation auf und wenn ich da darauf klicke, so kann ich diese Navigation noch ändern. Du siehst, im Moment wird sie automatisch organisiert. Wenn ich diese Markierung rausnehme, so wird sie leer und ich kann jetzt manuell einzelne Seiten hinzufügen. Zum Beispiel die Biologie bestätige ich mit OK. Deutsch soll dazukommen, bestätige ich auch mit OK. Zeichnen wiederum und auch diese Unterseite von Zeichnen, Comics, soll hinzugefügt werden. Und du siehst, Comic ist jetzt auf derselben Ebene, aber das kann ich ändern. Ich kann hier mit diesen Pfeilen die Reihenfolge jedes einzelnen Menüpunkts noch ändern und hier zum Beispiel einen Menüpunkt einem anderen unterordnen. Deutsch soll nach oben kommen. Du siehst, du hast hier wunderbare Möglichkeiten, diese Navigation an deine Bedürfnisse anzupassen. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, weil du für jede neue Seite eben auch selber einen Menüpunkt erstellen musst. Der wird nun nicht mehr automatisch erstellt. Dafür hast du mehr Kontrolle. Ich persönlich bin dazu übergegangen, dass ich zwei Navigationen mache, mindestens, also zum Beispiel hier für die verschiedenen Fachbereiche und dann habe ich noch eine horizontale Navigationsleiste, also eine im oberen Bereich und auch die kann ich mit einem Klick darauf noch bearbeiten, indem ich Seite hinzufügen wähle und zum Beispiel hier den Kalender dazu nehme oder die Hilfe, die Downloads und so weiter. Wenn ich auf OK klicke und das wieder schließe, so siehst du, hast du hier im oberen Bereich auch wieder eine horizontale Navigation. Auch die kann übrigens Unterpunkte enthalten.